Wir haben hier ein weiteres Viso mit Rezo, oder? Hallo. Genau, ein weiteres Rezo mit Video. Ein weiteres Video mit Rezo, ganz genau so ein Ding. Und zwar haben wir hier, was ist positiv an jemanden, den du hast? Gar nichts. Nichts, nichts ist, wir spielen einfach wieder, wir machen einfach wieder mit und schauen mal, was dabei rumkommt. Let's go, der Hase. Hallo. Hi. Hello. Yo. Yo. Hallo. Wie oft am Tag schaust du dich im Spiegel an? Boah, ich schaue mich selber am Tag im Spiegel an, jedes Mal, bevor ich das Haus verlasse. Wenn ich mich morgens fertig mache, 4 bis 20 Mal, je nachdem, wie geil ich mich fühle. Oft. Morgens auf jeden Fall. Beim Fertigmachen, klar. Und danach halt eigentlich eher nur, wenn ich drehe. Manchmal auch, wenn ich eine Story mache. Wenn ich zu Hause bin und ich mache eine Stimmt, so am Handy und sowas und so ein Scheiß natürlich, klar. Story, dann gucke ich vorher manchmal so, okay, wie liegen meine Haare? Manchmal passiert das. Timo, aber danke, meistens nicht mal. In einem Spiegel 5 Mal. Es gibt echt ja, morgens, Leute. Da gehe ich ins Badezimmer, vielleicht kennst du das auch, und bin auf Klo und alles und gehe wieder raus und dann bemerke ich, hä, ich habe mich heute noch nicht einmal gesehen. Kenne ich auch, Alter, kenne ich auch. Liebe es tatsächlich, wenn ich dann einfach rausgehe und merke erst danach, fuck, dein ganzes Maul ist wieder voller Zahnpasta, weil du einfach noch mit 27 Jahren immer nicht in der Lage bist, dir richtig die Zähne zu putzen. Also ich gucke manchmal wirklich gar nicht in den Spiegel. 8 Mal? 20 Mal bestimmt. Ja, jedes Mal, wenn ich auf Klo gehe. Also mindestens 10 Mal. Wonach sehnt sich das Kind in dir am stärksten? Das Kind nach mir sehnt sich am stärksten an die Zeit zurück, wo wir Baumhäuser im Wald gebaut haben und es gar kein Problem war, wenn ich einfach mal ein halbes Feld von irgendeinem normalen Bauern angezündet habe. Ja, danach sehne ich mich. Und straffrei davon zu kommen bei allen Sachen. Danach sehnt sich auch Monte. Ding ist, ich lasse dem Kind in mir eigentlich relativ viel Freiraum. Also ich, finde, dass man kindische Sachen durchaus als Erwachsener auch... Wichtig ist, dass das Kind in mir ist und nicht, dass ich in dem Kind... ...nach wie vor tun sollte. Also kindische Sachen jetzt in Anführungszeichen, weil ich finde, es ist erwachsen, kindisch zu sein. Nach World of Warcraft. Nach einem Super Mario 64 Remake. Sorgenlosigkeit. Ein Adventure Park, so Universal Studios oder sowas. Ich würde gerne mal wieder Achterbahn fahren. Wie oft hast du schon AGBs komplett gelesen? Ich glaube, noch einmal in meinem Leben, weil es Teil der Klassenarbeit war. Sonst noch nie. Nie komplett. Ich glaube, also höchstens meine eigene. Also weil ich die halt bei mir im Shop oder so auch selber machen musste. Ich habe tatsächlich öfters mal mehrere Absätze gelesen mit dem Plan, es ganz zu lesen und weitergescrollt und habe ich immer gesagt, fuck drauf. Also noch nie. Ein einziges Mal. Ich glaube, als ich damals dieses WoW-Abo abgeschlossen habt. Never. Fun Fact, die AGBs von, ich glaube, von dem Antivir-Programm sind so lang, dass sie so lange brauchen für einen durchschnittlichen Leser, dass die Testversion in der Zeit des Lesens wieder zu Ende ist. Nur mal angenommen, es würde dich sofort verstehen, welchen wichtigen Ratschlag würdest du einem Neugeborenen geben? Boah, das ist eine echt schwierige Frage und eine sehr, sehr gute Frage. Fucking, lass dich nicht unterkriegen, Alter. Glaub an deine Träume und mach, was dich glücklich macht. Do what makes you happy, so, weißt du? Such deine eigene Bestimmung und kauf ganz, ganz viele Immobilien. Immobilien kaufen. Ja. Ey, ich würde einem Neugeborenen gar keinen Ratschlag geben. Leb erstmal. Komm erstmal klar auf dein Leben. So, das Neugeborene ist aus einem anderen Menschen rausgekommen. Ich bin Rezo und ich rede so, wenn ich überzeugt von etwas bin. Und sieht das erste Mal Dinge und riecht Dinge und schmeckt Dinge und das... Dieses Reden, cool. Das ist alles neu. Geh wieder zurück. Werd glücklich. Bringt halt in diesem neugeborenen Alter nichts. Ich würde jetzt spontan sagen, mach deine eigenen Erfahrungen im Leben immer und hör nicht drauf, wenn Leute dir was ausreden wollen oder sonst was. Ey... Ganz wichtig, leb erstmal. Leb erstmal leben. Erlebt das immer selber. Dass es mutig sein soll, sein ganzes Leben lang. Mit ihm so slightly so eine große Aufgabe mitgeben, so, du bist der Auserwählte, du musst die Welt retten. Der wird komplett verwirrt das ganze Leben sein. Ja, der wird hier einfach Depressionen bekommen. Was kannst du morgens tun, um deinen Tag in die richtige Richtung zu lenken? Beim ersten Wecker klingeln, aufstehen, Sport machen und lächeln. Einfach mal lachen. Also ich, keine Ahnung. Also ich habe immer das Gefühl, dass bis ich dusche,
bin ich noch nicht gestartet. Deswegen dusche ich nach Möglichkeit immer relativ schnell. Bei mir ist das so, ich muss ganz, ganz in Ruhe aufstehen. Also das wäre jetzt mein Plan. Wenn ich gehetzt aufstehe, ist für mich fast der ganze Tag gelaufen. Duschen. Früh aufstehen und den Tag durchplanen. Step 1, drink water. Step 2, Meditation oder Masturbation. Yoga, Bewegung und erst nach den ganzen Sachen das Handy checken. Hast du jemals geprobt, was du sagen willst, bevor du eine Sprachnachricht aufnimmst oder bevor du jemanden anrufst? Klar, Digga, ich hatte schon Diskussionen bei WhatsApp, da habe ich mir einfach komplette Argumentationsstrukturen und Argumente zurechtgelegt, die ich dann später einem Gegenüber ins Gesicht klatschen kann und damit natürlich auch die Diskussion gewonnen. Bei einem Anruf nicht, aber bei Sprachnachrichten mache ich das sehr regelmäßig, dass ich bei der Sprachnachricht abbreche, um nochmal aufzunehmen, weil ich Sprachnachrichten total super finde, aber es selbst als respektlos empfinde, wenn ich erst bei der Sprachnachricht überlege, was ich sage und dann so, ja, was wollte ich jetzt nochmal? Weißt du, so eine Nummer. Ja, safe. Na, was heißt geprobt? Also ich habe mich jetzt nicht hingestellt und das so gemacht, sondern im Kopf überlegt, richtig oft, ja. Einmal. Das war, als ich damals bei der Schauspielschule angerufen habe, da habe ich mir vorher auf jeden Fall überlegt, was ich sage und mir diese Wörter zurechtgelegt. Ja, macht ja auch Sinn, macht ja auch Sinn. Beim Anruf auf jeden Fall, gerade wenn das irgendwie so wichtige Terminvereinbarungen waren, aber sonst nicht. Hey, ich bin Freestyler. Freestyler auf jeden Fall. Ich verkacke das immer, wenn ich mir zu viele Gedanken über etwas mache. Deswegen freestyle ich mal. Wenn dir eine Wahrsagerin die Wahrheit über deine Zukunft vorhersagen könnte, aber nur für das kommende Jahr, was würdest du wissen wollen? Du hast mit dem Impfstoff jetzt eigentlich, kann ich irgendwann wieder in den Club gehen? Also. Ich glaube, ich würde zutiefst deprimiert sein. Weil wenn eine Wahrsagerin das könnte, vielleicht bin ich jetzt auch gerade ein bisschen zu philosophisch, vielleicht bin ich ja ein bisschen zu theoretisch, aber wenn eine Wahrsagerin mir das sagen könnte, dann wäre das Jahr, das nächste Jahr, völlig deterministisch im Outcome. Oh, also es wäre ja klar, es ist ja klar definiert, was kommt. Und deshalb weiß man ja schon, was uns erwartet. Das heißt, die ganze Spontanität im Leben und alles, was das Leben so lebenswert macht, nämlich dass Dinge nicht vorhersehbar sind, die fallen ja dann weg. Und das ist scheiße. Scheiße ist das. Was passieren wird, das heißt, egal was ich tue, das wird passieren. Ich würde das gar nicht annehmen, glaube ich. Wenn dann nämlich rauskommen würde, dass was Schlechtes passiert, dann hast du das 24/7 im Kopf und weißt, du kannst nichts machen, es wird darauf hinauslaufen. Das wäre, glaube ich, echt hart. Ja, ich würde einfach wissen, was im nächsten Jahr passiert. Ja. Ich würde es halt nicht fragen, to be honest. Ich würde mich halt darauf einstellen, dass ich spontan handle. Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten anderen? Das ist eine krasse Frage. Ich würde sagen, auf jeden Fall hatte ich eine glückliche und blessed Kindheit, weil ich halt am Land aufgewachsen bin und das Glück hatte, einen Garten zu haben und viele Freunde und ich sehr viel Zeit habe draußen verbringen können, aber auch zeitgleich vom PC. Ich immer habe mich Hobbys hingeben können und Schwachsinnsaktionen, die ich geil fand. Und ich glaube, das ist eine Sache, gerade was halt so Förderung seitens der Eltern angeht. Also wenn ich halt zum Beispiel Bock hatte, Klavier zu lernen, dann habe ich die Möglichkeit bekommen, Klavier zu lernen. Wenn ich Bock hatte, malen zu lernen, dann war ich bei Malkursen und sowas. Und wenn ich Bock auf eine bestimmte Sportart hatte, dann hatte ich die Möglichkeit, zu dieser Sportart hinzugehen. Das ist schon was Besonderes, glaube ich. Das muss man sich auf jeden Fall vor Augen halten. Ihr scheißverwöhnten Dreckskinder da draußen. Ich glaube schon, dass meine Kindheit, also die Kindheit, überdurchschnittlich glücklich war. Ich hatte eine schon sehr glückliche Kindheit. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Allein schon, wenn man sich die ganzen Entwicklungsländer anguckt, wo teilweise Bürgerkriege oder Kriege herrschen. Wie Chicken, Homie, danke schön für eure Subs. Ehre. Das weiß ich einfach zu wertschätzen und da bin ich sehr dankbar drüber. Nee. Wenn wir beide in einer Minute heiraten würden, gibt es noch irgendetwas, was ich unbedingt vorher über dich wissen sollte? Nee. Ja, bin halt nicht schwul. Also vielleicht ist die Hochzeit jetzt nicht unbedingt das Sinnvollste. Das findest du dann alles später raus. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Das passt schon, wir heiraten gleich. Du weißt, dass ich manchmal stinke. Du weißt, dass ich einen abgefuckten Schlafrhythmus habe. Nee, eigentlich, nee. Nö. Dass du nicht schwul bist. What the fuck ist das für eine Frage? Dass wir auf jeden Fall eine Putzfrau brauchen, auf jeden Fall. Weil wir sind beides nicht die ordentlichsten. Vor wem hast du das letzte Mal geweint? Das letzte Mal geweint müsste ernsthaft
glaube ich, vor Jody gewesen sein tatsächlich. Kurz nach der Trennung oder als wir uns getrennt haben. Glaube ich zumindest. Ja, doch. Ein eigentlich verhältnismäßig regelmäßig. Meistens sind da auch gar keine Leute dabei. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht ableiten. Also ich bin jemand, ich weine immer nur in Gesellschaft. Ich möchte, dass möglichst viele Leute, jetzt das Simple Mode, ehrenlos. Ich möchte, dass möglichst viele Leute mitbekommen, wenn ich weine. Deshalb weine ich nur dann, wenn ich andere Leute mit meiner Stimmung mit runterziehen kann. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Wer das der Letzte war, vor dem ich geweint habe? Vor dir. Vor dir. Vor meiner Freundin. Vor der Kamera. Wenn du ganz easy das Geschlecht deines zukünftigen Kindes auswählen könntest, würdest du das machen? Nee, auch nicht. Hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Ein Kind soll einfach das werden, was es wird. Hauptsache, es ist gesund. Und wenn es nicht der Fall ist, dann findet man immer eine Lösung. Leben. Leben. Nice. Nee. Ist mir, also das ist nicht meine Entscheidung. In keiner Form ist das meine Entscheidung. Aus dem Bauch heraus hätte ich gerne einen Sohn als erstes, glaube ich. Weiß ich gar nicht so genau, ich glaube schon. Ich auch. Aber würde ich das jetzt so manipulieren? Nee. Würde ich nicht machen. Ja, weiblich. Ich würde 5 Mädchen haben. Jo, ich hätte gerne erst einen Jungen, dann ein Mädchen. Das ist mir wirklich so komplett egal. Was für ein Geschlecht mein Kind wird, ist mir so egal. Ich überlasse das dem Schicksal und nehme alles an, was geht. Wie lautet dein überzeugendstes Argument, dich zu mögen? Ich bin sau lustig. Ey, ich bin wenigstens real und ehrlich. Mit den Leuten, die cool zu mir sind, mit den Leuten, die close an mir sind, werde ich immer mit offenen Karten spielen und werde immer offen und ehrlich mit dir sprechen. Geil, Chat, geil. Ja, Mann, geil, geil. Ich bin das überzeugende Argument. Also 30 Zentimeter sagt er. Es gibt nicht eine Sache, die mich irgendwie ausmacht, sondern... Nee, es gibt aber viele Sachen, die dich... wegmachen. Die kann ich jetzt alle aufzählen. Ich lasse es aber an der Stelle mal Anna. Man soll mich einfach so mögen, wie ich bin. Mit all meinen Ecken und Kanten. Ich bin flexibel. Ich bin sehr anpassungsfähig und komme bestimmt gut miteinander aus. Und letzte Frage. Geh mal kurz in dich und denk an eine Person, die du hasst oder die du wirklich überhaupt nicht abkannst. Geh kurz in mich. Scheiße, Vibe HD, Alter! Den mag ich nicht. Ich hasse Vibe HD! Und dann nenn mir eine sehr positive Eigenschaft an dieser Person. Vibe HD ist immer da, wenn man ein Video aufnehmen muss. Das ist gut an der Vibe HD. Außerdem kann ich zu Vibe HD sagen, dass ich ihn hasse und er mag mich immer noch. Das ist auch gut. Scheiße Vibe HD! Ding ist, die Leute, wo ich wirklich nur negative Emotionen zu spüre, das wäre ja das, da fühle ich auch keine positive Eigenschaft. Herzlichkeit. Humor. Max, danke für deinen 1000 Bits. Nee, heute nicht. GTA IP. Danke dir, Bro. Kochen. Grundlegend habe ich dieses Hassgefühl nicht, aber wenn ich eine Person sagen müsste, fallen mir ganz viele positive Eigenschaften über die Person ein. Wie zum Beispiel, dass sie kreativ ist oder dass sie trotzdem... Jokes, Leute, ich hasse eure Wi-Fi, den ich müsste gerade wirklich echt nachdenken, wen ich wirklich hasse. So, Hass ist so ein starkes Gefühl, also keine Ahnung, wüsste ich jetzt wirklich nicht. Irgendeine historische Persönlichkeit, die richtig scheiße gewesen ist vielleicht, aber jetzt keinen aus dem direkten Umkreis, würde mir jetzt keiner einfallen. Scheiße, Marvin Volantis. Verständnisvoll ist und konfliktlösend, deswegen Shoutout an die Person, die ich nicht so cool finde, aber wo es trotzdem coole Sachen drüber gibt. Sehr schön. Schönes Video. Schön, also schön, oh. Schön und geil und auch nice. Schön, geil und nice war das Video.